Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Falls ihr bares Geld sparen wollt, habe ich jetzt eine Aktion vom VR-Optiker für euch, also bleibt dran. Aktuell gibt es ein tolles Angebot vom VR-Optiker, das Ganze läuft noch bis November oder Ende November. Und zwar haben wir jetzt aktuell für einige Linseneinsätze 10 Euro Rabatt. Also das ist schon mal ordentlich. Und dann gibt es auch noch 5% Rabatt mit meinem Link. Also wenn ihr meinen Affiliate-Link nutzt, habt ihr auch nochmal 5% Rabatt drauf. Und dann, was ganz Besonderes ist, normalerweise wurde es ziemlich schnell teuer, desto höher man von der Dioptrienzahl ist. Also wenn ich jetzt minus 8 hatte, ist natürlich teurer gewesen, als wenn ich jetzt minus 2 hatte. Und da gibt es ein Angebot, das schauen wir uns aber im Detail an. Bei der Quest 3 geht es, glaube ich, bis minus 8 und bei der Quest 2 und Quest 3S geht es bis minus 10. Also bis minus 10 habt ihr bei der Quest 2 und Quest 3S kostenlose Dioptrienerhöhungen, sage ich einfach mal. Und bei der Quest 3 geht es bis minus 8 und das sind schon ordentliche Werte. Also mir tun die Leute echt leid, die minus 8 oder minus 10 haben. Ich habe irgendwas bei minus 4. Und ja, also diese Leute können jetzt relativ günstig an Linseneinsätze kommen. Das ist ein mega geiles Angebot. Also hier bekommt man, wenn man diese 10 Euro Rabatt nimmt und meine 5% Rabatt, bekommt man für 56 Euro schon richtig gute Linseneinsätze für unsere VR-Headsets. Und das ist der Hammer. Und ich finde, es sind die besten Linseneinsätze, die es gibt. Ich hatte schon zwei andere Versionen hier und die haben mir nicht so gut gefallen. Die Linsen sind jetzt ein bisschen dreckig, hätte ich mal sauber machen können. Aber das sind jetzt die Quest 3 Einsätze und die sind echt super. Wer jetzt eine Quest 2 hat und hat schon Linseneinsätze geholt und überlegt eventuell, ich hole mir jetzt bald die Quest 3S. Diese Linseneinsätze von der 2 könnt ihr in der 3S nutzen und auch andersrum. Also das ist das Gute, ihr braucht dafür jetzt keine extra Linseneinsätze bestellen. Könnt ihr weiterhin nutzen und habt somit auch noch mal Geld gespart. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die VR-Optica Homepage und schauen uns mal diese Preise und Dioptrienwerte im Detail an. Hier sehen wir schon auf der VR-Optica Seite die grünen Preisschilder und hier sehen wir MetaQuest 3, 3S und Valve Index haben hier 59 Euro. Da sind wir jetzt aktuell und dann sind wir bei der MetaQuest 2 auch mit 59 Euro, also 10 Euro Rabatt auf die normalen Linsen. Und ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was eingestellt. Und hier sehen wir bei der Quest 3 sind wir bis minus 8 bei keinem Aufpreis. Also wir zahlen, wenn wir jetzt wirklich minus 8 hätten, zahlen wir hier 59 Euro. Und wenn ihr meinen Affiliate-Link nutzt, der bringt euch nochmal 5% Rabatt. Und das heißt, wir sind dann da bei 56,05. Und dann kommen nochmal, glaube ich, 4 Euro Versandkosten drauf. Dann sind wir bei 60,05 Euro und also dafür richtig gute Linseneinsätze bekommen, ist doch echt klasse. Man zerkratzt nicht die originalen Linsen in dem VR-Headset. Man zerkratzt auch nicht seine Brille, wenn die irgendwie an die Linsen kommen. Also man schützt seine normale Brille, seien sie VR-Headset, und das für 60 Euro. Also ganz ehrlich, wenn ihr Brillenträger seid, holt euch diese Linsen, ihr werdet es nicht bereuen. Also ich habe noch keinen einzigen gehört, der es bereut hat. Es gab Leute, die Probleme bei der Bestellung hatten. Da muss man auch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr jetzt bestellen wollt, schaut nach, dass ihr nochmal zum Augenarzt geht oder zum Optiker und lasst euch da nochmal einen Brillenpass, einen aktuellen Brillenpass erstellen und dann tragt ihr diese Werte da ein. Also im Brillenpass sind diese Werte alle hinterlegt. Und die könnt ihr dann eintragen. Nicht, dass ihr irgendwie vor 2 Jahren das letzte Mal einen Brillenpass erstellt habt und bestellt jetzt Linsen und die passen einfach nicht mehr, weil eure Augen sind schlechter oder sind besser geworden. Es verändert sich mit dem Alter immer was. Und von daher guckt, dass ihr das hier aktuell haltet. Auf jeden Fall sind wir hier bis minus 8 bei der Quest 3 kostenfrei und ab 8,25 40 Euro Aufpreis. Und dann sehen wir halt die Aufpreise bei 10,2570 Euro Aufpreis und es geht bis minus 20 und das sind dann 110 Euro Aufpreis. Ich hoffe, dass draußen keiner ist, der minus 20 jetzt hat.
Mich interessiert auf jeden Fall, was ihr da draußen für Stärken habt und gerne mal in die Kommentare damit, wenn ihr Bock drauf habt. Was habt ihr für eine Brillenstärke? Müsst ihr jetzt auch nicht Zylinder oder Achse oder sowas eintragen, aber einfach nur mal hier minus, habt ihr minus 4, minus 5, minus 6. Ich liege irgendwo bei minus 3,754, irgendwie sowas. So, dann sind wir bei der Quest 3S und Quest 2. Die sind ja gleich, also die sind kompatibel. Sind aber nicht kompatibel mit der Quest 3. Also nur die beiden könnt ihr miteinander kombinieren. Und bei der Quest 3S sind wir bis minus 10 kostenfrei. Also das ist schon, also ich glaube, da decken wir schon eine riesige Spanne an Leuten ab, die, wo es bis minus 10 geht. Also minus 4 reicht bei mir schon vollkommen. Wenn ich draußen ohne Brille rumlaufe, erkenne ich die Leute auch gar nicht mehr. Von daher möchte ich nicht wissen, wie es mit minus 10 ist. Auf jeden Fall könnt ihr hier nochmal extra Geld sparen und ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr Brillenträger seid, holt euch die Teile. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr das ohne Stärke holt, dann gibt es nochmal 20 Euro runter. Dann habt ihr halt trotzdem für eure Headset einen Linsenschutz. Dann gibt es auch nochmal dieses Zeiss Dura Vision Blue Protect, kostet nochmal 30 Euro, wenn ihr das haben wollt. Filtert halt das schädliche Blaulicht raus, was halt nicht so wirklich gut sein soll, besonders nicht, wenn man kurz vorher oder es ist spät abends, man möchte aber noch mal kurz in die VR-Brille schlüpfen, möchte danach aber auch schlafen gehen, dann soll das hier halt besser sein, weil das Blaulicht halt den Schlafrhythmus halt stören kann. So mal grob erklärt. Da gibt es noch eine bessere Erklärung, habe ich schon mal gemacht, aber das nur mal im Groben. Also hier geht es auch bei den beiden bis 10 Dioptrien minus umsonst und das ist schon ordentlich. Wie weit geht das hier auch bis 20? Ne? Dann sind wir auch bei 110 Euro Aufpreis. Dann gibt es die Valve Index, da gibt es auch aktuell 10 Euro Rabatt drauf scheinbar und hier geht es bis 8,5. Ich weiß noch nicht, ob das ein aktuelles Angebot ist oder ob das immer bis 8,5 bei der Valve Index ist, aber auf jeden Fall hier habt ihr auch bis minus 8,5. Kostenfrei und da kann man echt nichts falsch machen. Ich kann euch die Teile nur ans Herz legen, weil die sind einfach nur komfortabel und man sieht auch viel besser als mit der Brille. Also ich hab ein viel besseres Sichtfeld, ein größeres Field of View, da habe ich auch schon mal einen kleinen Test zugemacht, versuche ich auch mal in die Infobox zu packen. Weil ich kann halt auch damit viel näher ans Headset ran. Ich kann mir das viel näher ranschieben. Und das habe ich mit der Brille natürlich nicht, weil ich damit halt ein bisschen weiter weg muss, um nicht zu zerkratzen. Und hier muss ich nur darauf achten, dass ich mit meinen Augenlidern und Wimpern nicht die ganze Zeit hier dran komme, weil dann hat man hier immer einen Fettfilm drauf. Das ist natürlich auch nicht schön, aber man hat auf jeden Fall ein größeres Field of View mit diesen Teilen und es ist viel komfortabler. Und ich schütze meine Brille und mein VR-Headset. Das jetzt mal dazu. Ich wollte dazu mal ein kurzes Video machen, weil es halt aktuell so günstig ist, wie schon. Also ich habe es noch nicht mitgekriegt, dass es mal so günstig war. Also ein richtig gutes Angebot. Schlag dazu. Der Link, der Affiliate-Link mit den 5% ist unten in der Beschreibung. Und die 10 Euro, die werden euch sowieso abgezogen, direkt wenn ihr jetzt da bestellt. Aber nochmal. Guckt, dass ihr einen aktuellen Brillenpass habt, dass das stimmt. Sonst habt ihr da nachher Probleme und das kann man dann auch nicht zurückgeben, weil es ist ja extra auf euch angefertigt. Und wenn ihr dann einen falschen Brillenpass hinterlegt oder einen alten Brillenpass, nützt das halt alles nichts. Okay, Leute, das dazu. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr meine Arbeit dahingehend unterstützt und den Affiliate-Link nutzt. Ist halt auch eine Win-Win-Situation. Spart ihr auch nochmal 5%. Und falls euch gefallen hat, gerne ein Like raus. Abo-Button nicht vergessen. Und gerne jetzt mal in die Kommentare, wie viel Dioptrien habt ihr? Gerne mal reinschreiben, interessiert mich mal, wo da so ungefähr der Schnitt liegt, wo wir da in Deutschland liegen, wer echt, oder Deutschland, Österreich, Schweiz, wer da auch immer zuschaut, würde mich mal interessieren, wo wir da liegen. Also viel Spaß mit den Linsen, ich kann euch sie nur ans Herz legen. Danke fürs Zuschauen, bis bald.